Hallo und willkommen zurück zu Stonekey. Wir sind hier bei der Eiskönigin in dem Gebiet. Ah, okay, das meinte der mit. Ist gefährlich. Aber naja. Okay, da kommt man auch nicht jetzt mal durch. Wo ist denn mein eigentliches Schwert? Ah, okay, ich habe bloß daneben geschlagen. Aha. So. Okay. Ja, das ist dann der Elfi. Und den müssen wir dann auch mit Feuer retten. Na, da kann ich auch hier drauf speichern. Den. Diesen Anhänger. Woher hast du den? Nun, die gute Lady Ayani gab es mir. Dann haben wir das gleiche Ziel. Ich bin Enigma, letzter meiner Art. Sollen wir mit vereinten Kräften unsere Feinde bezwingen? Es ist Zeit für mich zu gehen. Was? Natürlich können wir ein weiteres Schwert gut gebrauchen. Mache keine Schwierigkeiten, Herr Zwerg. Das ist egal, Elf. Ich reise nicht mit dir. Karzak, das schickt sich nicht. Dann will ich mich nicht aufdrängen. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bin weit weg von zu Hause, Drake. Ich bin ein Krieger mit Träumen eines Kriegers. Aber wir gehen, wohin ich nicht gehen sollte. Ah. Und dieser Elf kann dir besser von Nutzen sein als ich. Oh, genug, ich gehe. Es ist eine lange Reise zurück zur Clanhalle. Ich will dir wenigstens den Weg ersparen. Ein paar Elemente sind mir noch einen Gefallen schuldig. Fertig. Sei bereit. Ah, er ist weg. Oh, die Wirbelmacht des Erdelementars. Nett. Er ist auf seinem Heimweg. Ich habe schon zu viel gesagt. Lasst uns gehen. Er ist trotzdem ein Krieger. Was ist? Oh, nichts. Kommt, lasst uns gehen. Ja, sehr schön. Er ist auch ziemlich im Eimer. Aha. Aber hier ist jetzt... Gucken wir mal, ob da noch irgendwas links runter gezeigt wird. Nö. Da ist aber noch ein Geheimgang. Glaube ich. Da gehe ich nochmal hin. Das ist natürlich ein ganzes Stück zu latschen. Hitpoints. Einunddreißig.
falsch. Der tut immer noch nichts. Okay. So. Und wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das da etwas sein. Ist das da oder daneben? Sollte da sein. Aha. Feuerkreisrune. Erzeugt magische Feuerfalle auf dem Boden vor dem Benutzer. Aha. Das klingt interessant. Wo ist er? Feuerfalle. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ja, das kann ich auch abkürzen jetzt. Das war das, oder? Mit dem Rufen und... shit, das war der falsche... Na, ist egal. Oh, das war das Richtige. So, speichere ich jetzt hier aber neu. Und dann gehen wir mal zu der Hexe. Okay, wenn das fallen lässt, ist es einfach weg. Ist jetzt nicht so gut. Hier, vielleicht müssen wir noch eine Wand zerbrechen. Okay. Vielleicht hätte ich einfach nur abbiegen müssen. Nee, da ist die Stelle. So. Dum, dum, dum. Mhm.
Er ist aber auch wieder recht groß hier. Haben wir alles? Okay. Bum, bum, bum. Eine Sackgasse, aber da unten, ja. Vielleicht kann ich das von hier zerbröseln. Ne. Hm. Ich weiß auch nicht recht, wie mir dieses Feuer dann überhaupt helfen soll. Naja, mal schauen. Gehen wir mal hier nach unten. Da ist doch was. Geil. In die Ecken gucken. Zeit, um nochmal zu speichern. Das wird jetzt hier wahrscheinlich genauso aussehen. Mhm. Okay. Seite ist nichts. Okay, gehen wir das Stückchen noch. So, auch voll. Fupp, fupp, fupp. Dann haben wir noch einen auf der anderen Seite und dann sollten wir aber auch alles haben.
nehme an, wenn wir da jetzt nach rechts gucken, sehen wir sie schon. Wenn das mal nicht unser Held ist. Na, sieht die nicht toll aus. Kalt, was? Warm genug. Danke der Nachfrage. Es wird kälter werden, Held. Vertrau mir. Die Kugeln, die du hast, bedeuten alles für den Schattenkönig. Er wird mir alles geben, wenn ich sie dir wegnehme. Harte Worte. Aber du siehst gar nicht so gefährlich aus. Tatsächlich? Ich hoffe nur, du magst meinen frostigen Sinn für Humor. Da konnte ich mich ja jetzt noch nicht mal bewegen. Ein Feld konnte ich mich bewegen. Das war nicht fair. Ich weiß aber auch nicht, was ich mit der Flamme hätte machen sollen. Gucken wir erstmal, dass wir die Seiten clear bekommen. Na, das war's schon. Okay, das heißt, einmal voll heilen quasi. Dum 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 dum. Stab ist alle. Nehmen wir den noch. Aha. Dann können wir den hier noch nehmen. Und ein bisschen umbauen. Feuerfalle. Wobei das wahrscheinlich sinnlos ist. Das kriegen wir so nicht mehr weg. Egal, machen wir einfach mal alles drauf. Gebietseffekt ist nütz. Shit. Dann machen wir es halt nochmal neu. Feuerfalle. Verdopplung. Okay. Wir könnten auch noch Feuer draufsetzen. Wir können mal hier dieses Feuer nehmen, Trockkrone. Flamme. Da machen wir die Reduzierung. Und die Verdopplung drauf. Ja, ich kann mich hier halt gar nicht drehen oder irgendwas machen.
Wieso ist denn das da unten jetzt nur halb entdeckt? Bin ich so drüber gelaufen? Ah, okay, vielleicht liegt das an dem Weglaufen, wenn man halt direkt... Ja. Also sie scheint im Nahkampf nicht ganz so fies, aber dieser Zauber hier... Ah, okay, der ist auch direkt alle. Okay. Okay. Ist er tot? Ja. Ich glaube, die habe ich damit gar nicht getroffen, weil es hinter der ist. Dann machen wir halt nur Feuer. Wir haben Schutz und Panzer, aber es entfernt negative Effekte. Und gibt Schutz, also könnte das das durchaus sein, was da helfen würde. Dann machen wir hier einfach nur Feuer hin. Verdopplung des Effekts. Beats-Effekt. Zeitgewinn. Widerstandsreduzierung kann da drauf. Macht jetzt wahrscheinlich auch einmal Wusch und die Mana ist alle. Kann sein, dass ich mich damit selber geröstet habe. Da kommt schon ordentlich was bei rum. Bla 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 bla. Speichern wir mal.
geht's die Stiften. Nehmen wir uns mal die Schriftrolle und gucken die uns mal an. Interessant. Eiskönigin Kulkum will, da du das Feenreich eroberst, der schreckliche Troll ließ ihn wissen, dass man eine Kugel gebraucht hat, um diese dort auf ihn wartet. Die Prophezeiung wird abgewendet. Oh, Full Heal. Kann sein, dass ich den Thron von ihr kaputt gebrutzelt habe. Komm her! Dann spionieren wir halt mit dem Ding. Ist er wieder weg? So, aber hier war ja die Kugel. Habe ich auf jeden Fall gerade getroffen. Da ist die. Läuft da im Kreis rum. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Vielleicht sollten wir... Die Runen halten ja auch nicht ewig. Und ich glaube, die kann ich jetzt hiermit schon gar nicht mehr zaubern.
Da ist zu wenig Saft noch drauf. 20, das reicht auch nicht für viel. Und der ist auch quasi leer. Ja, und auf dem anderen sind noch 25 grundsätzlich drauf. Da müssen wir wohl jetzt hier mit Bogen hantieren. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie. Ups. Die ist dummerweise auch noch ziemlich schnell. Wir sind mit meinem eigenen Pfeil getroffen. Ja, vielleicht sollte ich einfach nur eine kleinere... Oh! Da habe ich ein paar Mal getroffen. Ob die nochmal rüberkommt. Ja. Ah, da ist sie nicht die cleverste. Kommt die nochmal vorbei? Jetzt. Ich speichere jetzt noch mal. Ja, komm. Thank you.
Ah, sehr gut. Da hat sie sich mit ihrem Angriff verraten. Ah ja, zermatscht. Und so ein schönes Ding hat die auch mit. Keiner gibt einen Kommentar ab. Jedenfalls habe ich jetzt Helions Kugel. Und ich habe keine Ahnung, wofür das Feuer gut war. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder zurückkehren. Ah, okay. Tor der Ahnen. Okay, wir gehen aber jetzt erst nochmal zurück ins Tollhaus. Nein, wir gehen zurück zu den Typen da. Und dann werde ich auch noch zu den Elfen gehen. Oder Feen oder was auch immer. Und den sollte ich vielleicht mitnehmen. Scheiße. Ja, das wäre ein bisschen dumm gewesen, wenn mir der am Schluss gefehlt hätte. Ja, aber anscheinend haben die da keinen Kommentar für übrig. Sehr schade. Ach ja, der ist immer noch irgendwas am Suchen. Was war denn das? Runenrolle. Interessant. Das wird die vermutlich nicht sein. Feuerkreisrune. Erzeugt magische Feuerfalle auf dem Boden vor dem Benutzer. Ja, wenn er die auch nicht will, dann weiß ich nicht. Dann halt nicht. Schade, da war also quasi nichts an Dialogen oder so. Speichere ich hier mal. Gehen wir nochmal zu den Feen, aber es kann auch sein, dass das komplett sinnlos ist. Ja, wobei, wir müssen sowieso mal Mana aufladen, von daher ist das jetzt eh nicht ganz verkehrt. Ach, und da ging es ja auch noch eine Tür weiter, wo ich noch gar nicht runtergegangen bin. Oder hoch, oder was auch immer. Da müssen wir auch noch hin. Jetzt
Jetzt laden wir jedenfalls erstmal das Mana wieder auf. Wupp. Da habe ich jetzt keine Heilung drauf. Heilung. Dann gehen wir mal dieses andere Ding runter. Oder wir gehen. Gehen wir mal kurz da runter und gucken mal, wo wir da hinkommen. Eventuell ist das sowieso nur eine ganz kurze Passage. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Futterplätze, erste Ebene. Ja, das war sehr klein hier. Weiteres Stück. Ah, okay. Gut, dann machen wir das auch noch fertig. Dazu müssen wir aber ein bisschen hin und her latschen. Ich gehe nochmal hier unten hin. Ich glaube, das war aber abgesperrt. Ja. Ja, ich gehe erstmal zu den Elfen. Und sag mal Hallo. Dann geben wir das Ding bei den Zwergen ab, bekommen diese Steinschleuder. Das Steingeschoss. Moment, da sind. Eigentlich keinen Sinn, wir könnten auch nach Norden und einfach an der Nordwand halten. Das ist einfacher. Ja, und ich kann mich mit dem Stab ja wieder zurück teleportieren. Ich kann dieses Reich nicht betreten. Mein Rachegelübde erlaubt es mir nicht. Sicherlich kannst du. Für eine kleine Weile. Mein Schwur wiegt schwer. Wenn ich nicht gehorche, gehe ich zugrunde. Aha. Na gut, dann vermute ich mal, dass wir da nichts machen können.
Wir können noch mit der einen Fee reden, die ja immer was mit diesen Pupsdrachen geredet hatte. Na, gucken wir nochmal, ob wir bei der Königin reden können, aber ich schätze mal, dass das da kein neues Event gibt. Na, ja, gehen wir hier mal weiter durch. Müssen wir ein paar Mal in den Spinner laufen. Zzzzt. Das war Norden. Das ist Westen. Da, mit der da. Ich höre, du hast meinen Freund den Drachen befreit. Süßes für den Süßen. Und jetzt? Ach so. Ja, vielen Dank für den Cupcake. Wuff. Na, das hat sich ja voll gelohnt. Ne, kein neues Event. Dann war das jetzt nur, um diesen Cupcake abzuholen. Okay. So, hier muss ich jetzt wieder normal rausgehen. Wenn ich mich hier schon porte, dann... Naja, ich laufe hier mal normal raus. Das macht, glaube ich, aber eigentlich keinen Unterschied. Und Spinner. Bzzzt. Süden brauchen wir nicht. Bzzzt. Osten ist okay. Wir müssten so langsam... Ja, passt. Wuff. Und da ist er wieder in der Gruppe. Dann gehen wir mal zu den Zwergen. Vorbei. So, muss ich noch was aufschreiben. Dann müssen wir da runter, also da raus. Und dann an der rechten Wand halten. Thank you.
Dieser Mann ist in der einzigen gehen durch die Tür hier. Skus denkt, ist vielleicht ihre lustige Hüte. Ja. Okay. So, mal gucken, was die Zwerge hier zu den Elfen sagen. Skus denkt, Skus hier, wart auf euch. Fiese Zwergis. Nicht mögen Skus. Nun gut, Skus. Bleib hier und gleich nachdem wir ein kleines Geschäft erledigt haben, werden wir wieder da sein. Keine Sorge. Skus nirgends hingehen. Na gut, Skus hat uns erstmal temporär verlassen. War der das? Ja, anscheinend nicht. Aber das hier war der Händler. Das ist mir auch nicht richtig. Eigentlich müsste der das da gewesen sein. Vielleicht muss ich das in der Hand haben. Wir könnten auch mal gucken, ob der eine Typ wieder zurückgekehrt ist. Hast du eins der Teile? Da. Ah, das letzte Teil. Geh nun fort, während ich mein Meisterstück zusammensetze. Komm später zurück und es wird fertig sein für dich. Mhm. Na gut, dann reden wir mal mit dem König, wenn wir den hier finden. Das war er nicht. Gut, dich wiederzusehen. Okay, hat nicht viel zu sagen. Dann gehen wir nochmal zu Korzak, der auf der anderen Seite sein sollte. Bum, 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 bum. Ich glaube, das wäre seine Bude gewesen. Oder das hier. Der ist jedenfalls nicht hier. Naja, okay, jetzt sind wir lang genug rumgelaufen, jetzt müsste das Ding fertig sein. Sie fertiggestellt. Hätte nach dir gesucht, aber hatte Wichtigeres zu tun. Tja, ich übergebe dir den Steinschießer, die ultimative Vernichtungswaffe. Ja, vielen Dank. Du brauchst außerdem diese Anweisungen. Aha. Danke. Weißt du, Jake, es gibt da etwas, was mich an dir stört. Du bist ein bisschen groß für einen Zwerg, weißt du das? Ja, ich hatte große Eltern. Oh, das erklärt es. Gut, ich bin viel beschäftigt und hart arbeitende Zwerge arbeiten hart, weißt du? Ja, dank dir, Dombur. Ja, ich bin fleißig und meine Zeit soll nicht verschwendet werden. Nichts. Tut mir leid, dich zu stören. Oh,
Ah, nun in dem Fall werde ich zu meiner Arbeit zurückkehren. Ja, das ist wahrscheinlich schlecht übersetzt worden. Ist dem nichts, hatte keinen Sinn ergeben in dem Zusammenhang. Lade mit Steinen, richte es, worauf du schießen willst. Drücke Hebel. Wiederhole, wenn nötig. Ja, es war ja kompliziert. Wie in einem Shooter. Probieren wir gleich mal. Müssen erstmal den Typen wiederholen. Aha. Ich glaube, das musste man aber manuell nachfüllen, was das ziemlich sinnlos machte. Oder hatten wir einen... Ne, das war ein Beutel mit Steinen. Da kann man aber immer nur einen Stein reinladen, oder wie? Ne, zwei. Ups. Das heißt, ich müsste das erst... Boah, das ist ja ein bisschen dumm. Da kriegt man ja die Steine nicht raus aus dem Dingen. Das heißt, man muss die theoretisch alle erstmal werfen. Jetzt habe ich da 82 drin. Okay. Und die werden jetzt da reingeladen. Ja. Okay, ja gut, das kriegen wir hin. Ist aber halt ein bisschen Aufwand. Na gut, dann mache ich an der Stelle auch erstmal einen Schnitt. Werde die Steine werfen und wieder aufsammeln. Und dann werden wir nach der ganzen Prozedur im nächsten Teil weitermachen. Also, bis dann!